Gehen wir mal dahin. Okay, das war die falsche Richtung. Okay. Er lebt noch. Kein Genickschaden. Ich weiß, warum du hier bist, Faithy. Sag mir einfach, was Icarus mit dem Mord an Pope zu tun hat, Jack. Ich habe gehört, es war ein Cop. Dann hast du was Falsches gehört. Stehst du auf Wrestling, Faith? Pope war Wrestling-Fan, hat es geliebt. Er hat sogar einen Ex-Wrestler für seine Sicherheit engagiert. Travis Burfield war bekannt unter dem Namen Ropeburn. Kommst du irgendwann zum Punkt? Ropeburn? Nun, eigentlich ist er nur ein Schläger, der Glück hatte. Manchmal wissen die Leute einfach nicht, wo sie hingehören. Alle wollen immer im großen Teich schwimmen und übersehen die größeren Fische. An deiner Stelle würde ich bei diesem überbewerteten Stück Fleisch anfangen. Da wünsche ich gute Jagd, Faithy. Ich weiß nicht, ob es klug ist, direkt zu Ropeburn zu gehen. Werd ich nicht. Ich gehe zu Miller. Oh, Faith, was machst du bloß? Willst du ihm von Jack Knife erzählen? Noch nicht. Er ist immer noch ein Cop, egal was Kate sagt. Stimmt. Siehst du ihn? Ja, er geht zu seinem Wagen. Lieutenant Miller? Ich bin Faith, Kates Schwester. Sie hat nie eine Schwester erwähnt. Tja, wir reden nicht viel übereinander. Sie meinte, ich soll zu ihnen gehen, wenn das schief läuft. Sie wurde verhaftet. Und Sie sind nicht zufällig die Verdächtige, die vom Tatort geflohen ist, oder? Nun, es ist schwierig, sich zu erinnern, mit einer Waffe im Gesicht. Ich weiß, was Sie sind. Es war eine Falle, oder? Ich weiß, dass Kate zu so etwas nicht fähig ist. Aber mein Captain stellt mir verdammt unbequeme Fragen. Und ich komme nicht mal in Ihre Nähe. Sag Ihnen vielleicht der Begriff Icarus etwas. Wieso? Es wird hier erwähnt. Pope hatte das in der Hand. Vielleicht aus seinem Tagebuch. Sie haben Beweise gestohlen? Kate ist alles, was mir in Familie bleibt. Und Cops überleben im Knast nicht lange, Lieutenant. Wenn sie verurteilt wird, ist das ihr Todesurteil. Ich nehme sie nicht fest. Das bin ich Kate schuldig. Aber eine Menge Leute werden das versuchen. Und das kann ich nicht verhindern. Lernen Sie lieber wegzulaufen. Laufen kann ich am besten. Ja, wo sie recht hat, hast du recht. Laufen kann sie am besten. Wenn sie will. Ropeburn hat ein Büro bei Z. Burfield International Shipping nahe U-Bahn Riding Park. Oben auf dem Gebäude müsste ein Schild sein. Ich habe Ropeburn mal beim Wrestling gesehen, hat seinem Gegner den Arm gebrochen und dem Ringrichter einen Kopfstoß verpasst. Wenn Ropeburn wirklich was mit dem Mord an Pope und dem Komplott gegen Kate zu tun hat, dann ist er bestimmt kein großer Redner, sondern ein Kämpfer. Ist ja ein netter Geselle, der Junge. Der Herr Ropeburn. Ich finde zwar seinen Namen richtig scheiße, aber na gut. Jedem das seine. Ist das hell, Alter? Okay, wir müssen auf das andere Gebäude, denn hier kommen wir nicht rüber. Stacheldraht tut nicht gerade gut für unsere Fatty. Und da sehen wir auch gleich die ersten roten Rinnen. Da klettern wir fleißig hoch. Dann wäre nichts anderes besser können. Na. Gut, dann kommen wir da nicht hoch. Vielleicht machen wir was falsch. Ich tippe jetzt einfach mal darauf, ich mache irgendwas falsch. Ja. Hey, warte mal. Geht's hier lang? Nirgendwo lang. Geht's auch nirgendwo lang? Wir nehmen einfach mal den Karton. Ey, du setzt den Karton da zu. Um da aufzukommen. Na, Mädchen. Na, geht doch. So. Schmierstachel da. Warum das hier oben so ist? Wovor haben die eigentlich Angst, dass da irgendwas geklaut wird? Und hepp! Und hepp. Und hepp. Nee, 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 Mädchen. Du musst da ruf. Sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig war. Es war schon richtig. So. Das war jetzt mein Fehler.
drauf, damit wir hier rüberspringen können. Eigentlich sollte sie ja da drauf landen, aber das hat sie dann doch nicht geschafft mehr. Okay, da müssen wir irgendwie... gut. Nee, das war jetzt nicht das, was ich wollte, Faze. Hä? Wer hat denn das jetzt gemacht? Das ist auch eine sehr gute Idee, sich da festzuhalten, aber... Nee, draufzustellen, aber... Du sollst dich ja extra da festhalten. Und das machst du so nicht. Der ist langsam, oder was? Bin ich zu langsam. Geht doch. Man muss nur wollen. Was bei ihr manchmal so hapert. Klippe. Nee, Mädchen. War schon ganz richtig. Solltest tot bleiben. Sicherheitskamera. Wer soll hier denn reinkommen? Boah, alles rot-orange. Ja. Genau, und rauf. Und schon wieder ein Schacht. Schächte werden aber auch immer beliebter in dem Spiel. Entschuldigung. Nicht gedacht, dass wir da runter müssen. Wie lang? Ja, die Möglichkeit nicht ausschließt, dass man an Tabak sterben kann. Das wissen wir doch alle. Nee, Faith, du solltest da nicht rüberklettern, du solltest rüberspringen. Warte mal, das geht auch anders. Geht doch. Braves Mädchen. Wow. Ich finde, Türen sind ja voll überbewertet. Und Glasscheiben auch. Schade, dass ich die hier nicht zerbrechen darf. Weil sonst kommen wir nicht weiter. Yep. 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 Ich tue, was man mir sagt, das weißt du doch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hab's etwas vereinfacht. Und mir sitzen außer dir noch ein paar mehr Leute im Nacken. Naja, und die wollten, dass wir sie den Kopf liefern, weißt du? Ja, es sieht also nicht gut aus für dich und deine kleine Gang, quer das mit denen. In ein paar Tagen ist alles vorbei. Die Zeitungen von heute sind das Altpapier von morgen. Ach komm, die Rennerin hält sich nicht lange. Keiner von denen schafft das. Das wertvolle Projekt Icarus wird schon klargehen. Kein Problem. Jetzt dreh ich gleich durch. Also, wir treffen uns morgen an dem neuen Gebäude in der Reno Street. Um 4, okay? Spinne ich, der Bau ist noch nicht fertig. Sobald du oberhalb der Straße bist, ist alles schön ruhig. Wir sehen uns da. Und bring bloß keine deiner Freunde mit. Sind wir klar? Gut. Wie auch immer, ich brauche jetzt erstmal was zu futtern. Ein Körper wie dieser erhält sich nicht von alleine. Die Frage ist jetzt eigentlich nur, woher weiß sie, dass er weg ist? Die kann ja immer noch um der Tür sein und sie dann... Hat also etwas gewusst. Ich frage mich, mit wem er sich trifft. Komm zurück, wir sind sie beobachten? Ohne Einladung da reinzubringen. Warte mal, hier war noch ein paar, oder? Du musst irgendwo stillen Alarm ausgelöst haben. Raus da, sofort! Ich bin der stille Alarm. Dumm! Ey, diese blöde Glasscheibe, Alter. Da hoch, die wird schon wieder so schön rot. Nee, Faith, das war jetzt böse, das war jetzt schlecht von mir. Dann werden wir mal hier hoch. Na, komm. Boah, voll durchgebrescht. Frage ist jetzt nur, wo lang.
Cops kommen, das ist immer ganz schlecht, die Idee. Komm ich hier? Ja.